Herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen heute. Wir wollen den Aufbau der prokaryotischen Zelle genauer kennenlernen. Das sind die Bakterien. Wir wollen verstehen, wie sie strukturiert sind, wie sie funktionieren. Insbesondere werden wir uns auf die Zellhülle konzentrieren. Das ist der Außenbereich der Zelle, der die Zelle gegen außen abgrenzt. Dort spielt die sogenannte Gramfärbung eine Rolle. Damit kann man in der Medizin zwei verschiedene große Gruppen unterteilen. Wichtig für die Bekämpfung von Bakterien ist die Zellwand. Wir werden sehen, wie man mit Hilfe von Lysozym und Penicillin, einem Antibiotikum, die Zellwand schädigen kann, so dass dann eine Bakterienzelle in der Folge abstirbt. Wir starten mit dem Überblick über die prokaryotische Zelle und gehen dafür in unseren Unterlagen etwas nach hinten, noch weiter nach hinten, hier auf Seite 55. Aus vorangehenden Lektionen wissen wir, dass die prokaryotische Zelle sich dadurch auszeichnet, dass sie keinen Zellkern besitzt und auch keine Zellorganellen, welche das Zytoplasma in verschiedene Räume unterteilen würde. Wir haben also keine Kompartimentierung. Das ist so wichtig, dass wir das gleich notieren wollen. Ein Kriterium für prokaryotische Zellen ist also, haben wir hier notiert, keine Zellorganellen. Das zweite Kriterium, wir haben es schon genannt, wir haben keinen Zellkern. Trotzdem, Bakterienzellen, prokaryotische Zellen besitzen ein Chromosom. Sie haben nicht mehrere wie die Eukaryoten, sondern nur eines. Und dieses eine Chromosom, das ist im Zytoplasma drin, also einfach so in der Zelle, aber nicht zusätzlich von einer Kernhülle umgeben. Das fehlt hier also, das Bakterienchromosom oder Nukleoid, wie es gelegentlich auch genannt wird, das ist nicht in einen Zellkern eingepackt. Wenn wir da drauf gucken und vergleichen mit der eukaryotischen Zelle von letzter Woche, dann sehen wir ein etwas einfacheres Bild, das sich da uns präsentiert. Wir haben schon auch Komponenten, die sind beschriftet. Wir lernen sie im Laufe der nächsten Lektionen genauer kennen. Aber wir sehen auch, es ist nicht so dicht gepackt wie in der eukaryotischen Zelle drin. Heute fokussieren wir vor allem auf die Zellhülle. Das wären also diese Strukturen hier. Das Chromosom, Plasmide und die Ribosomen, die sprechen wir in den kommenden Lektionen an. Also wenn heute nicht alles klar wird, dann ist das durchaus Absicht von mir. Wir werden dann die heute nicht besprochenen Themen sicher nachliefern. Starten möchte ich hier mit der Zellhülle. Wenn wir ganz von außen her auf die Bakterienzelle draufblicken, dann fällt auf, dass da manche, aber nicht alle Bakterienarten so lange, fadenförmige Strukturen besitzen. Man nennt sie Flagellen. Diese Flagellen, die dienen der Fortbewegung, konkret dem Schwimmen. Diese Flagellen können um die eigene Achse rotieren, genauso wie eine Schiffsschraube das auch kann. Und ebenso wie eine Schiffsschraube führt das dann dazu, dass die Bakterienzelle sich in einer Flüssigkeit drin, das ist meistens Wasser, fortbewegen kann. Die Flagellen, das sind also so optionale Strukturen an der Zelloberfläche, lange, dünne, starre Gebilde, die ähnlich wie eine Schiffsschraube die Bewegung ermöglichen. Eine weitere Struktur, die wir bei manchen Bakterienarten und Bakterienstämmen finden, aber wiederum nicht bei allen, genauso wie die Flagelle auch nicht bei allen vorkommt, das sind die Pili. Ich nehme eine andere Farbe, hier zum Beispiel rot.
Diese Strukturen, die sehen ein bisschen aus wie Haare. Es sind aber keine Haare, wie wir sie vom Säugetier her kennen, sondern diese langen, dünnen Strukturen, Pili genannt, dienen zum Beispiel dazu, die Zelle an einer Oberfläche festzuhalten, oder wiederum andere Pili, auch sie werden wir noch genauer kennenlernen, über diese können die Bakterienzellen DNA von einer Zelle auf eine andere austauschen. Also es gibt verschiedene Typen von Pili, was ich damit sagen will, und je nach Funktion können die dann auch unterschiedliche Aufgaben für die Zelle übernehmen. Es können Haftstrukturen sein oder ein weiterer Typ macht oder ist zuständig für den DNA-Austausch, die Konjugation. Beispielsweise, wenn Krankheitserreger Antibiotikaresistenzgene untereinander austauschen, dann kann das zum Beispiel über diese Pili geschehen. Norin möchte wissen, sind Flagellen das gleiche wie Geißeln? Jawohl, das ist dasselbe. Wir können das hier ergänzen, in Klammer Geißel hinschreiben. Aber gemeint ist tatsächlich dasselbe. Die dritte Struktur, die man sehen kann, wenn man mit einem Mikroskop oder sonst wie auf die Zelle drauf schaut, wiederum je nach Bakterienstamm vorhanden oder nicht vorhanden, ist die Schleimschicht. Diese Schleimschicht, die kann die ganze Zelle umhüllen. Die Schleimschicht kann sogar sehr groß, sehr mächtig, sehr dick sein, sodass wir diese Bakterienzellen im Inneren quasi gut versteckt haben in dieser Schleimschicht drin. Ich mache die mal gelb. Das wäre hier also der hellgrau hinterlegte Bereich. Die meisten Bakterien in der freien Natur, die sind einfach nicht isoliert irgendwo im Boden oder im Wasser drin, sondern die sind in einer Gemeinschaft drin organisiert. Die nennt man einen Biofilm. Einen solchen Biofilm muss man sich so denken, da ist eine große Gruppe von Bakterien, die erzeugt einen stabilen Schleimüberzug, zum Beispiel über einen Stein in einem See drin. Und in dieser Schleimschicht drin leben dann die Bakterien. Auf diese Art und Weise sind sie etwas besser geschützt vor Umwelteinflüssen. Und tatsächlich leben die allermeisten Bakterien, die wir in der Natur haben, in solchen Biofilmen drin. Diese Biofilme führen dann auch dazu, dass zum Beispiel die Bodenpartikel etwas besser zusammenhalten. Gleichzeitig ist das eine Art organisierte Lebensgemeinschaft oder Wohngemeinschaft, Wege, könnte man sagen, dieser Bakterien. Ein weiterer Vorteil von so einer Schleimschicht ist, dass wenn man ein Krankheitserreger ist, also ein krankheitserregendes Bakterium, dann schützt diese Schleimschicht vor dem Immunsystem, zum Beispiel dem Immunsystem des Menschen oder eines anderen Tiers. Man ist dann quasi eingepackt in diese Schleimschicht und damit gut versteckt. Das ist ein Schutz vor der Immunabwehr, sofern man ein Krankheitserreger ist. Gillian möchte wissen, sind Pili das gleiche wie Flimmerhärchen? Die Flimmerhärchen, das ist etwas anderes. Die Flimmerhärchen haben wir auf der Oberfläche von eukaryotischen Zellen. Wir finden sie beispielsweise bei uns in den Bronchien, das sind die oberen Atemwege. Und wenn wir Pollen eingeatmet haben, dann werden diese Flimmerhärchen in den oberen Atemwegen, den Bronchien, diese Pollenkörner im Laufe der Nacht wieder aus den Lungen nach oben transportieren. Sie kommen dann so in den Rachenbereich zu liegen und am Morgen, wenn wir aufstehen,
verursacht einen leichten Hustenreiz und wir sind die Pollenkörner, die wir am Tag zuvor eingeatmet haben, wieder los. Soweit der Überblick über die prokaryotische Zelle. Wir werden anschließend dann relativ viel Zeit mit der Zellwand verbringen, ein bisschen auch mit der Zellmembran. Bevor wir aber das tun wollen, wenn ihr diese Zelle anschaut, dann seht ihr, die hat eine ganz bestimmte Form. Bakterienzellen, die haben je nach Art etwas unterschiedliche Formen. Und welche verschiedenen Bakterienzellformen man kennt, das wollen wir hier mit der Frage 1 herausfinden. Ihr habt bei Frage 1 einige Bilder. Eure Aufgabe ist es zu entscheiden, wie heißen die hier abgebildeten Zellformen der Bakterien. Damit ihr da eine gewisse Hilfestellung habt, könnt ihr auf Seite 58 nachschauen, welche Grundformen das es gibt und mit Hilfe der Informationen auf Seite 58 sollte es dann gut möglich sein, diese Frage hier zu beantworten. Wir beginnen hier mit der ersten Abbildung. Das ist eine lichtmikroskopische Aufnahme. Im nächsten Semester werden wir dann selbst Bakterien mikroskopieren im Praktikum und feststellen, bei Bakterien kommt man mit dem Lichtmikroskop an die Grenzen des Geräts. Man kann sie erkennen im Lichtmikroskop, man sieht Bakterien gut, aber gleichzeitig sind es auch Strukturen, die sind so klein, dass man da nicht wirklich in die Zelle hineinschauen kann. Wir werden auch eukaryotische Zellen mikroskopieren und sehen dort, die sind groß genug, können wir ins Innere schauen, dort sehen wir die Zellorganellen. Bei den Bakterien ist das nicht möglich, die erscheinen hier nur als helle Punkte. Und ich möchte von euch wissen, wie heißt diese Zellform, die hier bei A abgebildet ist? Entweder im Chat drin oder ihr dürft euch auch gerne per Mikrofon melden. Wir haben zwei Vorschläge bekommen. Einer lautet, das sind Sarzinen. Ich zoome noch etwas stärker rein. Ihr solltet im Idealfall hier so 4 Pakete erkennen. Hier wären 4 Stück. Da kann man mit Fantasie nochmals 4 Stück sehen. Der zweite Vorschlag, der gekommen ist, das sind Kokken. Ja, zum Teil sind diese 4 Pakete dann zerfallen in einzelne Kügelchen, dann spricht man von Kokken oder Mikrokokken, aber in dem Falle, wenn Sie ja noch so 4 Pakete machen oder auch 8 Pakete, wenn nochmals 4 dahinter wären, dann nennt man diese Zellform Sarzinen. Das wären also Sarzinen. Die Sarzinen wollen unbedingt an Ort bleiben. Jetzt habe ich es geschafft, sie da in die Mitte zu platzieren. Links die erste Abbildung, eine lichtmikroskopische Aufnahme. Dann B hier, das wäre eine elektronenmikroskopische Aufnahme. Der Hintergrund dunkel und die hellen Strukturen, das wären Bakterienzellen. Wie heißt diese Zellform? Ihr seid super schnell, genau, das sind Stäbchen. Ich versuche es nochmals, hier hat es funktioniert, jetzt konnte ich das Wort in die Mitte setzen. Vorgeschlagen wurden auch Vibrionen. Vibrionen sind auch Stäbchen, da hast du recht, Yannick. Aber bei den Vibrionen sind die Stäbchen gebogen. So wie bei einer Banane oder einer Bratwurst. Wir haben hier Vibrionen, das wäre bei der Abbildung E. Das hier wären Vibrionen.
Wir sind schon etwa in der Mitte. Wir haben schon drei Antworten beisammen. Gehen wir da der Reihe nach weiter. Als nächstes hier Abbildung C. Eure Vorschläge. Spirillen, da kommen extrem viele Spirillen zusammen. Das ist richtig. Genau, das sind Spirillen. Die sind so spiralförmig verdreht, wie der Name sagt. Spirillen und je nach Lehrbuch oder Website, die ihr ansteuert, werden sie manchmal auch Spirochäten genannt. Also entweder Spirillen oder Spirochäten. Beides ist richtig und beides meint dasselbe. Schaut euch bei dieser Abbildung noch den Hintergrund an, der ist besonders spannend. Diese Zellen, die wurden gewonnen oder isoliert, indem man sie in einer Flüssigkeit angezogen hat und anschließend diese Flüssigkeit durch ein extrem feines Sieb hindurch gepresst hat. Dieses extrem feine Sieb, das ist das, was wir da sehen. Auf diesem Sieb drauf liegen die Zellen. Das sind sogenannte Nukleoporfilter. Und diese Nukleoporfilter verwendet man im Labor immer dann, wenn man eine Flüssigkeit keimfrei machen möchte, wenn man sie also frei machen möchte von Bakterien und diese Flüssigkeit nicht erhitzen kann. Zum Beispiel Antibiotika oder Vitamine, die würden zerstört werden durch die Hitzeeinwirkung. Wenn man sie also nicht erhitzen kann, die Flüssigkeit, dann ist es eine Möglichkeit, dass man sie durch diese Nukleoporfilter hindurchpresst. Die Antibiotikamoleküle oder Vitamine, die gehen durch diese Löchlein hier hindurch. Auch die Wassermoleküle passen hindurch. Aber wir sehen, die Bakterienzellen, die sind so riesig, dass sie da nicht durch diese Löcher hindurchgehen. Man kann Flüssigkeiten auf diese Art und Weise steril hinbekommen, keimfrei, wenn es sich um Bakterien handelt. Bei Viren wird es etwas schwieriger. Viren können so klein sein, dass sie auch durch diese Poren hier hindurchpassen. Aber für Bakterien funktioniert das sehr gut und wird auch häufig angewendet, wenn man sie eben aus einer Flüssigkeit abtrennen will. In dem Falle hat man dann den Filter ins Elektronenmikroskop gehalten und das ist das, was wir hier sehen können. Auch eine elektronenmikroskopische Aufnahme ist D. Das wären so Ketten. Wie heißen diese Zellformen? Streptokokken, da kommen ganz viele Meldungen von euch im Chat drin. Das sind genau Streptokokken. Kokken schreibt man mit 2K, also nicht mit CK, sondern mit 2K. Das ist korrekt so, das ist kein Schreibfehler. Ich mache öfters Schreibfehler. Das werdet ihr wahrscheinlich noch feststellen im Laufe des Semesters. Denn ich habe die Angewohnheit, gleichzeitig zu schreiben und zu sprechen. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Denn wenn man spricht und gleichzeitig schreibt, dann kommt es nicht gut. Ich bin mir das voll und ganz bewusst, tue es aber trotzdem ab und zu. Und wenn ihr merkt, dass ich mal wieder irgendetwas komplett Falsches hingeschrieben habe, dann dürft ihr mich sehr gerne darauf hinweisen. Streptokokken mit 2K ist aber korrekt. Das muss so sein. Die Vibrionen, die Bananen oder Bratwürste, die haben wir schon. Gehen wir zu F, das ist so ein Haufen. Kugelförmige Zellen, alle aufeinander drauf. Wie nennt man diese Erscheinungsform? Ihr seid richtige Profis. Genau, Staphylokokken. Ganz viele Staphylokokken im Chat drin werden genannt. Staphylokokken, wieder mit 2K. Ein Vertreter wäre Staphylococcus aureus.
Aureus, der Artname. Aureus bedeutet der Goldene oder der Goldfarbige. Und Staphylococcus aureus oder abgekürzt Staph aureus, wie er auch genannt wird, der führt beim Menschen zu Pickeln. Wenn wir also im Gesicht einen Pickel haben, dann stehen die Chancen gut, dass er unter Umständen von Staph aureus verursacht wurde, diesem Keim hier. Und der Name kommt daher, dass wenn Pickel schon etwas weiter fortgeschritten sind in ihrer Entwicklung, dann nehmen sie eben diese goldgelbene Farbe an und das hat dann dieser Bakterienart den Namen gegeben, Staphylococcus aureus, also von dieser Farbe der Pickel. Ihr hört wahrscheinlich heute das erste Mal, dass man Pickel als goldfarbig bezeichnen kann, aber wir wollen da ja dieses Bakterium ein bisschen adeln, damit es da auch seinen Namen verdient. Bleiben noch G hier diese Zweierpakete, das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Das sind die Diplokokken und mit den Diplokokken haben wir es auch geschafft. Damit hätten wir hier diese verschiedenen Zellformen kennengelernt. Gleichzeitig überblicken wir hier auch in etwa die gesamte Formenvielfalt der Bakterienwelt. Die passt auf eine Seite. Sie sind zwar ganz interessant anzuschauen, aber Bakterien, Prokaryoten, sehen wir jetzt da, erreichen niemals die Farben- und Formenvielfalt, die wir bei den Tieren zum Beispiel als große Gruppe haben oder bei den Pflanzen. Man könnte auch umgekehrt sagen, Bakterien sind, was ihre Erscheinung betrifft, nicht so wahnsinnig spannend. Sie sind jedoch sehr interessant, wenn man schaut, welche biochemischen Leistungen sie erbringen können. Bei der Biochemie, also bei ihrer Stoffwechselvielfalt, da sind sie den Tieren und Pflanzen deutlich überlegen. Also wenn wir uns die Biochemie anschauen, welche Nährstoffe sie zum Beispiel nutzen können, dann ist es bei den Bakterien richtig interessant. Da finden wir große Vielfalt. Je nach Bakterienart können sie Nährstoffe nutzen, die Pflanzen und Tieren nicht zugänglich sind. Die Schönheit der Bakterien liegt also nicht unbedingt in ihrer Erscheinung begründet, sondern in ihrem Stoffwechsel, ihrer Biochemie. Hat aber den Vorteil, dass man in einer einführenden Biologievorlesung die Zellformen relativ schnell behandeln kann und dann bleibt etwas mehr Zeit für die Zellhülle. Die wollen wir uns als nächstes genauer anschauen. Die Zellhülle, wir werden die heute relativ ausführlich thematisieren. Wir werden sie deshalb anschauen, weil sie bei den Bakterien aus medizinischer Sicht eine große Bedeutung hat. Das ist ein guter Grund, weshalb man den Aufbau der Zellhülle, also hier Zellmembran, Zellwand, so dieser Bereich, dass man den etwas genauer diskutiert, weil er aus medizinischer Sicht eine große Relevanz besitzt. Wir gehen auf Seite 60 und unterscheiden hier zwei grundlegend verschiedene Bakterienbauweisen, könnte man sagen, Konstruktionspläne wäre eine andere Möglichkeit, wie man das benennen kann. Der eine Bauplan, die eine Zellorganisation, nennt man Gram-positiv. Ich mache die hier so blau-violett. Und die zweite Form nennt man Gram-negativ. Die machen wir hier rot. Ihr seid in der Regel frei, welche Farben ihr so für diese Markierungen verwendet. Heute gibt es eine Ausnahme. Ich würde euch empfehlen, verwendet für die Gram-positive links etwas, das blau-violett ist. Und für die
Zelle rechts nehmen wir rot für die Markierung. Der Grund dafür ist, wir werden anschließend ein Unterscheidungsverfahren kennenlernen, die sogenannte Gramm-Färbung. Und bei dieser Gramm-Färbung werden die Zellen links, die Gramm-positiven, blau-violett als Folge und die Gramm-negativen rechts, die werden rot. Somit haben wir hier diese Farbunterteilung bereits richtig eingeführt. Die Zelle links, das ist ein Stäbchen. Wenn wir aus dem Zentrum herkommen, dann haben wir im Innern das Zytoplasma. Das Zytoplasma, das steht unter Druck. Wir können im Moment noch nicht so genau verstehen, weshalb der Innenbereich einer Zelle unter Druck steht. Das werden wir im weiteren Verlauf des Semesters kennenlernen. Man nennt diesen Zellinnendruck den Turgor. Wer schon ein bisschen naturwissenschaftliche Vorkenntnisse hat, dieser Turgor, der Zellinnendruck, der kommt osmotisch zustande, also durch Osmose. Wer noch keine naturwissenschaftliche Vorbildung hat, sollte sich von diesem Ausdruck Osmose jetzt nicht zu stark beeindrucken lassen. Wir werden später klären, was genau damit gemeint ist. Also wir haben einen Zellinnendruck, einen Turgor. Und dieser Zellinnendruck, der Turgor, der drückt die Zellmembran von innen her satt gegen die Zellwand. Die Zellwand ihrerseits muss also diesen Druck aushalten. Sie muss den Druck auffangen können. Wenn sie das nicht könnte, dann würde die Zelle platzen. Das gilt es zu verhindern. Damit die Zelle nicht platzt, besitzt sie hier eine Zellwand. Von innen her kommend haben wir also zunächst die Zellmembran. Das ist der innere Bereich. Und diese Zellmembran, die wird durch den Turgor gegen die Zellwand gedrückt. Die Zellwand, mechanisch stabil, die hält das aus. Da wird verhindert, dass die Zelle platzt. Der Innendruck ist durchaus beachtlich. Wir haben hier etwa 2 Bar. Das ist so der durchschnittliche Turgor in einer Bakterienzelle drin. Das kann mal mehr oder weniger sein. Aber so in etwa, das wäre eine Richtgröße, damit man sich etwas vorstellen kann. 1 Bar, das ist der Druck der Atmosphäre auf Meereshöhe, und 2 Bar wäre also doppelt so viel. Also durchaus ein Druck, der ja nicht ohne ist, und die Zellwand muss das aushalten. Schaut diesen Zelltypen hier nochmals an. Pilzzellen und Pflanzenzellen, die sind genauso konstruiert. Das sind natürlich Eukaryoten dann, wir haben sie vor einer Woche kennengelernt. Aber bei den pilzlichen und pflanzlichen Zellen haben wir die gleiche Konstruktionsweise. Wir haben das Zytoplasma im Innern, dann die Zellmembran, ein Turgor, der die Zellmembran gegen außen drückt, und von der Zellwand, die fängt dann diesen Druck auf. Bei den Tieren, bei unserem Körper, fehlt die Zellwand. Also diese Struktur hier, grau, existiert nicht. Unsere Zellen besitzen keinen Turgor. Da ist die Sache osmotisch so, dass die Konzentration der gelösten Teilchen in der Zelle und außerhalb der Zelle bei den Tieren identisch ist. Und das führt dann dazu, dass eben osmotisch kein solcher Turgor entsteht. Bei den Bakterien gibt es dann noch eine zweite Gruppe von Organismen, die eine Zellhülle haben, die zunächst, wenn man von innen her kommt, gleich aufgebaut ist, jedoch in der Peripherie dann weiter draußen zusätzliche Strukturen aufweist. Beginnen wir wieder mit dem Turgor.
Den gibt es auch hier. Der wirkt da von innen her in alle Richtungen. Er drückt wiederum die Zellmembran gegen die Zellwand. So weit, so identisch. Die gramnegativen Zellen, die haben jetzt jedoch zusätzlich außerhalb von der Zellwand nochmals eine Membran. Sie umgibt die Zelle lückenlos, packt also die Zelle nochmals ein. Das wäre hier Position 4. Und zwischen der Zellwand und der äußeren Membran gibt es einen flüssigkeitsgefüllten Raum. Den nennt man den periplasmatischen Raum. Der Name ist nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Das Zytoplasma hier oder eben Zellplasma, das wäre dieser Bereich. Und periplasmatisch bedeutet der Raum um das Zytoplasma herum. Also das klingt zwar sehr wissenschaftlich, aber meint letztlich eigentlich nicht viel mehr als eine Struktur, die da um das Zytoplasma herum angeordnet ist. Diese äußere Membran, das ist das eigentlich Spannende bei den Gramnegativen. Diese äußere Membran schützt die Zellen relativ gut vor verschiedenen Umwelteinflüssen. Es ist keine hundertprozentige Lebensversicherung, aber gewisse Antibiotika können hier nicht durch. Damit ist die Zelle dahinter gut geschützt. Verschiedene Proteine, die unser Immunsystem macht, um Bakterien anzugreifen und abtöten zu können, diese antimikrobiellen Proteine vom Immunsystem, die können auch nicht durch diese äußere Membran hindurch. Also wenn man ein Krankheitserreger ist, dann ist man relativ gut dran, wenn man so eine äußere Membran besitzt. Dann hat man nämlich quasi nochmals eine Schutzschicht, die einem vor den schlimmsten Effekten des menschlichen Immunsystems bewahrt. Die Unterscheidung dieser beiden Bauweisen, hier dicke Zellwand und sonst nichts mehr, bei den Gram-Positiven und bei den Gram-Negativen, dünne Zellwand, periplasmatischer Raum und äußere Membran, diese Unterscheidung, die lässt sich feststellen oder herausfinden bei einer unbekannten Probe, indem man sie mit einem bestimmten Farbstoff behandelt. Dieses Färbeverhalten, das geht zurück auf die 1880er Jahre, also schon eine Weile her, etwa 140 Jahre ist diese Färbemethode alt, hat sich aber bewährt und wird heute noch routinemäßig zum Beispiel in Spitälern und Arztpraxen angewendet, wenn man bei einer Infektion herausfinden will, ob der Krankheitserreger Gram-positiv oder Gram-negativ ist. Zurückgehen tut die Entdeckung oder die Entwicklung dieser Färbemethode auf den dänischen Bakteriologen Hans Christian Gram. Wir haben das Vorgehen, das er da entwickelt hat, auf Seite, jetzt gehe ich da ein bisschen hin und zurück, auf Seite 64. Diese Färbemethode leitet sich also von seinem Namen ab, Hans Christian Gram. Und deshalb wird das auch hier mit einem M geschrieben. Man nennt das die Gram-Färbung und nicht mit zwei M, wie bei der Gewichtseinheit Gramm, Kilogramm und so weiter. Also das eine M hier, das kommt von dem Namen des Entdeckers.
Bakterien, wenn man sie im Labor kultiviert oder wenn man sie aus der Natur isoliert, die meisten Bakterien sind farblos. Also wir haben vorhin die Formen kennengelernt, die sind nicht so wahnsinnig spektakulär. Das waren alles Schwarz-Weiß-Bilder. Wenn man die in Farbe gehabt hätte, da wäre nicht viel mehr Information vorhanden gewesen. Die meisten Bakterien sind farblos im lebenden Zustand. Ich sage das deshalb, weil wenn man hier beginnt mit dem Färbeprozedere, dann startet man meistens mit eben weißen oder durchsichtigen, transparenten Zellen. Wir beginnen also unsere Untersuchung, unsere Färbemethode mit farblosen Zellen. Zu diesem Zeitpunkt können wir sie noch nicht unterscheiden. Sie erscheinen eben einfach transparent. Sehen vielleicht so aus wie die Zellen, die wir da in der Aufgabe vorhin kennengelernt haben. So kann man sich das denken. Dann werden sie als erstes mit dem Farbstoff Kristallviolett behandelt. Wie der Name sagt, werden die Zellen dadurch violett. Beide, sowohl die gramm-positiven Zellen mit der dicken Zellwand, als auch die gramm-negativen Zellen mit zusätzlich der äußeren Membran. Als nächstes behandelt man die Zellen mit einer Jodlösung. Das führt dazu, dass der Farbstoff bei den gramm-positiven Zellen fest in der Zellwand drin gebunden wird. Bei den Gramm-Negativen hingegen gibt es keine feste Bindung des Farbstoffs in der Zellwand drin. Da bleibt der Farbstoff also reversibel gebunden. Hier jedoch bei den Gramm-Positiven führt die Behandlung mit Jod zu einer permanenten, dauerhaften Bindung, Festsetzung des Farbstoffs in der Zellwand drin. Deshalb nennt man das hier Fixierung. Der Farbstoff wird gebunden oder eben fixiert in der Zellwand drin, der gram-positiven Zellen. Der klebt jetzt also da fest, könnte man sagen. Bei den gram-negativen hingegen geschieht nichts. Da hat das Jod keinen wesentlichen Einfluss auf das Rückhalte oder auf die Zurückhaltung des Farbstoffs in der Zellwand drin. Das ist deshalb wichtig, denn als nächstes wird mit Ethanol, das ist ein Alkohol, gewaschen. Man taucht die Zellen in Ethanol, das ist eine durchsichtige Flüssigkeit. Bei den Gram-Positiven bleibt der Farbstoff in der Zellwand drin gebunden. Da geschieht nichts. Der wurde ja zuvor fixiert, dank dem Jod. Bei den Gram-Negativen hingegen, da wird der Farbstoff durch das Ethanol herausgewaschen. Der Grund ist, es hat keine Fixierung stattgefunden, der Farbstoff, das Kristallviolett, wurde nicht dauerhaft in der Zellwand drin festgehalten. Deshalb kann das hier bei den Gramm-Negativen jetzt wieder rausgehen und die Zellen werden farblos. Im Prinzip hätte man jetzt schon eine Unterscheidung. Die Gramm-Positiven sind blau und die Gramm-Negativen sind farblos. Bei uns da im Skript erscheint das logisch. Man könnte jetzt das Experiment abschließen. Wenn man mit dem Mikroskop Zellen untersucht, sind jedoch farblose Bakterien eine etwas große Herausforderung, denn sie sind sehr schwer zu sehen und zu entdecken, weil sie eben farblos sind. Deshalb färbt man sie noch mit einem zweiten Farbstoff, um diese schlecht sichtbaren, transparenten Bakterienzellen auch noch sichtbar zu machen. Dafür verwendet man traditionellerweise einen roten Farbstoff wie Fuchsin oder Safranin. Das sind die Namen von zwei roten Farbstoffen. Die zuvor transparenten Zellen werden jetzt
intensiv rot gefärbt und wer schon vorher blau war, hier die Gram-Positiven, die bleiben blau, auch wenn sie da noch mit etwas rotem Farbstoff in Kontakt kommen. Ihr habt da unten mikroskopische Aufnahmen, so sieht das dann in der Realität aus. Ich zoome da kurz rein. Das sind Gram-positive Kokken. Das ist im Lichtmikroskop aufgenommen. Wir sehen hier zwar die einzelnen Zellen, diese Kügelchen. Wir können aber auch erkennen, mehr lässt sich da nicht sehen. Man kann nicht in die Zellen reinschauen. Man sieht bloß den Umriss. Und dass es eben Gram-positive Zellen sein müssen. Das Lichtmikroskop ist hier an der Grenze seiner Möglichkeiten angekommen. Aber eine gute Gramfärbung, blau-violett. Hier unten haben wir Gram-positive Stäbchen. Die sind etwas länglicher, die sieht man etwas besser. Und da auf der rechten Seite nochmals Kokken, in dem Falle Gram-negative und unten Gram-negative Stäbchen. Nachdem wir nun das Nachweisverfahren kennengelernt haben, die Gram-Färbung, wollen wir als nächstes die beiden Zellhüllen der Gram-positiven und Gram-negativen noch etwas genauer untersuchen, schauen, wie sind sie aufgebaut und dann können wir vielleicht auch etwas besser verstehen, welche Funktionen, die verschiedenen Komponenten wie Zellmembran, Zellwand, periplasmatischer Raum und äußere Membran genau erfüllen. Zu diesem Zweck gehen wir auf Seite 62 in unseren Unterlagen. Da haben wir die beiden verschiedenen Zellhüllen etwas detaillierter abgebildet, oben die Gram-positive und unten in der Abbildung dann die Gram-negative Zellhülle. Zur Orientierung, wir haben den Turgor, den Zellinnendruck. Der würde hier wirken. Da wäre das Zytoplasma, der Turgor, der Zellinnendruck. Der wirkt sich aus auf die Zellmembran. Die Zellmembran wird durch den Turgor an die Zellwand rangedrückt. Hier die Zellmembran durch den Turgor wird die direkt an die Zellwand herangepresst. Die Zellwand, diese Struktur hier, wenn man da den Namen liest, dann assoziiert man das vielleicht in Gedanken, ohne dass man da groß darüber nachdenkt, weshalb man das tut, mit einer Wand, wie man sie von einem Gebäude, von einem Haus her kennt. Naja, das ist ja schließlich eine Struktur, die die Zelle umgibt, so wie eine Wand ein Haus umgibt. Es ist naheliegend, dass man da an so etwas denkt. Bei einer Zellwand ist es jedoch nicht so eine gute Analogie, wenn man an eine Wand denkt, die aus Beton oder Backsteinen konstruiert ist, denn diese Zellwand, die hat zwar wie die Wand von einem Gebäude auch mechanische Aufgaben zu erfüllen, muss den Turgor aushalten, also dem Druck standhalten. Das wäre so ein bisschen wie die Wände in einem Gebäude, die das Gewicht aushalten müssen, das noch von oben kommt, von den oberen Stockwerken. Insofern gibt es da schon einen gewissen Bezug. Aber die Zellwand bei einer Bakterienzelle, aber auch bei einer Pilz- oder Pflanzenzelle, die darf nicht so kompakt gebaut sein wie eine Wand aus Beton oder Backsteinen. Denn eine Zelle, die muss zwingend mit der Umwelt einen Stoffaustausch machen können. Beispielsweise müssen Nährstoffe von der Umwelt her kommend die Zellmembran erreichen können und schließlich von Proteinen, die in der Zellmembran drin sitzen, das wären hier diese dunkleren Strukturen, werden Nährstoffe aufgenommen
Das wären hier die Nährstoffe. Die durch die Zellwand hindurch müssen. Die Zellwand darf also nicht zu dicht gepackt sein. Die Zelle verwendet dann die Nährstoffe, um ihren Stoffwechsel betreiben zu können, Energie zu gewinnen oder vielleicht neue Biomasse aufzubauen. Dabei entstehen Abfallprodukte und diese Abfallstoffe, die scheidet die Zelle aus. Ausscheiden bedeutet, sie transportiert sie über Membranproteine aus dem Zytoplasma hier auf die Außenseite der Zellmembran. Und wenn sie da angekommen sind, dann müssen diese Abfallstoffe irgendwie durch die Zellwand hindurch zurück in die Umwelt. Man sollte sich also eine Zellwand eher ein bisschen so vorstellen wie ein sehr stabiler Schwamm. Eine Struktur, die sicher mechanisch belastbar ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ganz viele Poren, Kanäle besitzen muss. Die sind mit Wasser gefüllt und durch diese Kanäle, Wasser gefüllt, können dann die gelösten Moleküle, Nährstoffe zum Beispiel oder Abfallstoffe, sicher auch viele andere, den Weg antreten, entweder von außen durch die Zellwand hindurch zum Zytoplasma hin, beziehungsweise Zellmembran, oder umgekehrt vom Zytoplasma her, durch die Zellmembran her, kommend dann über diese Poren, Lücken, Kanäle hinaus in die Umwelt. Also eine Zellwand, denkt nicht an eine Betonwand, sondern denkt an eine Struktur, die ganz viele Durchlasspforten, ganz viele Kanäle, Poren besitzt, damit ein Stoffaustausch stattfinden kann. Wasser muss natürlich auch hindurch können. Jedes Lebewesen braucht Wasser. Das Lösungsmittel, das kann hier also auch hindurch. Die Zellwand ist durchlässig für Moleküle. Zumindest durchlässig, wenn die klein sind. Dann haben wir auf der Außenseite der Zelle mit der Zellwand verbunden verschiedene Polymere. Das sind lange kettenförmige Moleküle. Das können Proteine sein, wie hier diese roten fadenförmigen Strukturen. Eine Struktur, die hier mit Teichonsäure bezeichnet wird, oder Polysaccharide. Das sind Zucker, langkettige Zucker. Das hängt dann von der jeweiligen Bakterienart ab, wie viel und welche Typen sie da genau besitzt. Die hier gezeigten Strukturen, die sollen einfach ein wenig die Vielfalt angeben, aber es gibt dann ganz viele verschiedene Polysaccharide zum Beispiel oder ganz viele verschiedene zellwandassoziierte Proteine. Diese langen Strukturen, die hier so farbig mit verschiedenen Symbolen dargestellt sind, die haben recht unterschiedliche Funktionen für die Zelle. Wir nennen da drei ganz wichtige. Das ist einerseits der Stoffaustausch. Die Nährstoffe, die wir angesprochen haben, hier pinkfarbig, die gelangen dank diesen langkettigen Polymeren einfacher durch die Zellmembran, durch die Zellwand hindurch, Entschuldigung, die Abfallstoffe in umgekehrter Richtung. Dann können diese Strukturen dazu dienen, dass die Zelle besser an einer Oberfläche sich anhaften kann, dass sie nicht davon geschwemmt wird. Das wäre eine weitere mögliche Funktion, welche diese Polymere farbig da erfüllen. Und eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass Viren von Bakterien, nicht nur wir Menschen können von Viren befallen werden, sondern auch Bakterien können von Viren befallen werden. Die nennt man dann Phagen oder Bakteriophagen. Diese
Phagen, Bakteriophagen, diese Viren der Bakterien, die verwenden solche Strukturen als Erkennungsmerkmal. Dann wissen sie, aha, jetzt bin ich am Ziel, das ist eine Zelle, in die ich eindringen möchte, das wäre ein möglicher Wirt für mich. Die Phagen mit pH geschrieben, das wären also die Viren der Bakterien. Wir lernen sie dann kurz vor Weihnachten noch etwas genauer kennen. Was wir da besprochen haben, ist die gram-positive Zellhülle. Unten haben wir die gram-negative. Wir beginnen wiederum mit dem Turgor. Der wirkt von hier unten, drückt die Zellmembran gegen die Zellwand. Bei der Zellwand haben wir dieselbe Herausforderung, die wir bereits vorhin kennengelernt haben. Die Nährstoffmoleküle, die müssen da hindurch. Und Abfallstoffe, die müssen in umgekehrter Richtung durch die Zellwand. Bei der gramnegativen Zellhülle haben wir jedoch das Problem, dass da noch eine äußere Membran existiert. Und der haben wir gesagt, das sei ein guter Schutz gegenüber zum Beispiel Antibiotika oder Proteinen, die von einem Immunsystem gemacht wurden. Gleichzeitig ist so ein guter Schutzschild allerdings ein Challenge, wenn es darum geht, Nährstoffe aus der Umwelt aufnehmen zu können. Die Nährstoffe und Abfallstoffe, die müssen letztlich auch durch diese äußere Membran hindurch. Die ist jedoch, wie bereits erwähnt, ein guter Schutzschild. Da kann also nichts durch oder fast nichts durch. Damit nun die Nährstoffe und Abfallstoffe trotzdem aus dem periplasmatischen Raum entweder raus können, wenn es Abfallstoffe sind, oder Nährstoffe, die rein sollten, gibt es die sogenannten Porine. Das ist eine Gruppe von Proteinen, die einen Kanal machen, eine Art Durchtrittspforte für kleine Moleküle. Das ist recht unspezifisch. Die Porine sind also nicht selektiv, sondern sie lassen mehr oder weniger alle Moleküle hindurch, die klein genug sind, um da eben durch die Lücke hindurch zu passen. Die äußere Membran, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, das sei ein recht guter Schutzschild vor antimikrobiellen Molekülen wie Antibiotika oder Proteinen, die vom Immunsystem gemacht werden. Insbesondere die Lipopolysaccharide, das sind Bausteine dieser äußeren Membran. Wir werden die Membranlipide auch später noch genauer kennenlernen. Im Moment sagen wir einfach, die Membran, die besteht so aus einzelnen Komponenten, die sind hier farbig markiert. Und diese äußere Membran, insbesondere die Lipopolysaccharide, die gewähren einen guten Schutz. So, jetzt habe ich die richtige Farbe erwischt. Der periplasmatische Raum, das ist so ein Raum, in dem sich die Moleküle nicht mehr in der Umgebung befinden. Sie sind aber auch noch nicht in der Zelle drin. Das wäre erst da unten der Fall. Trotzdem im periplasmatischen Raum, da finden bereits erste Stoffwechselreaktionen statt. Nährstoffe zum Beispiel können da bereits, oder die ersten Schritte der Verarbeitung von Nährstoffen, die können bereits hier ablaufen. Wir haben die Zellmembran, die Zellwand, dann die äußere Membran und die ist hier etwas getrennt durch den periplasmatischen Raum vom Rest der Zelle, die äußere Membran. Damit jetzt die äußere Membran trotzdem gut verankert ist, gibt es Proteine, welche
einerseits in die äußere Membran hineinreichen und gleichzeitig mit der Zellwand verbunden sind. Man kann sich die so ein bisschen wie einen Anker vorstellen. Sie verbinden damit die Zellwand unten mit der äußeren Membran und auf diese Art und Weise halten beide Strukturen gut zusammen. Wir haben uns jetzt einen sehr detaillierten Überblick verschafft über die Gram-positive und Gram-negative Zellhülle. Wir sind auch vom Großen ins immer Kleinere vorgestoßen. Wir wollen dieses Vorgehen weiter beibehalten und wollen als Nächstes die Zellwand noch etwas genauer kennenlernen. In Gedanken zoomen wir also rein hier als Nächstes an diese Stelle, entweder bei der Gram-negativen Zellhülle oder bei der Gram-positiven, dann ist die Zellwand sogar noch etwas mächtiger, noch etwas dicker ausgeprägt. Die Zellwand, das ist der Teil der Zelle, der die mechanische Stabilität vermittelt. Die Zellwand hält den Turgor aus. Man kann sich die Frage stellen, was braucht es, damit eine solche Zellwand diesen Druck von 2 Bar aushält, damit sie nicht kaputt geht? Chemisch gesehen ist die Zellwand eine interessante Konstruktion. Sie besteht aus 2 Komponenten, die beide zusammenspielen müssen, damit dann am Schluss wirklich eine Hülle entsteht, die diesen Innendruck, diesen Turgor auch standhalten kann. Wir sehen diese beiden Komponenten hier. Die eine Komponente, das sind ganz lange Polysaccharide, also Zuckerketten. Das wären die blauen Strukturen hier, die mit G und M und G und M da symbolisiert sind. Das Ganze wäre so eine Kette und man nennt diese langen blauen Gebilde die Glykanketten. Glykankette, Glykan, da klingt der Zucker drin an. Das wären also die Zuckerketten oder eben Polysaccharide. Die wären blau. Die sind einfach ganz lang, sehr zugstabil, also ich kann an denen ziehen und dann gehen die nicht kaputt. Man kann sich das so ein bisschen wie ein Drahtseil denken. Und es hat ganz viele davon in der Zellwand drin. Hier ist ein Molekül, da eines und es hätte noch einige tausend weiter oben und einige tausend weiter unten. Der Punkt ist aber, diese Glykanketten für sich alleine, die erzeugen noch nicht die notwendigen Eigenschaften der Zellwand, nämlich diesen Turgor aushalten zu können. Denn wir müssen diese stabilen, zähen, belastbaren Ketten noch irgendwie miteinander verbinden oder verkleben. Nun, das müssen nicht wir tun, sondern die Zelle hat diese Aufgabe und sie tut das mit einem ganz besonderen Klebstoff. Der ist hier in grün angegeben. Das sind die Peptidbrücken. Die Peptidbrücken, deren Aufgabe ist es also, eine blaue Glykankette hier mit der nächsten zu verbinden. Und dann gibt es ganz viele dieser Brücken. Und wenn wir genügend Glykanketten haben und die alle miteinander verkleben, dann bekommt man in der Summe ein einziges großes Riesenmolekül. Und dieses große Riesenmolekül, dieses Polymer, umgibt die gesamte Zelle. Und das ist dann die Zellwand. Also diese blauen und grünen Strukturen, die sind alle kovalent miteinander verbunden. Das ist eine sehr stabile Form von chemischen Bindungen.
erzeugen dann, wenn sie von der Zelle fertig ausgebildet sind, ein riesiges Molekül. Und dieses riesige Molekül ist innen drin hohl. Im Inneren lebt dann die Zelle. Dort ist der ganze Rest der Zelle platziert, umgeben von der Zellwand, diesem einen Riesenmolekül, das die Zelle selbst erzeugt hat. Grün, Glykankette und blau, Glykankette und grün, Peptidbrücke. Die kann man zusammennehmen. Glykan und Peptid ergibt dann Peptidoglykan. In manchen Lehrbüchern drin wird das Material der Zellwand als Peptidoglykan bezeichnet. Und die Biologie ist gerade, wenn man mit dem Studium beginnt, manchmal etwas schwer verständlich. Das ist hier auch so, denn für dieses Material hier, das wir da kennengelernt haben, gibt es nicht nur den Namen Peptidoglykan, sondern auch zusätzlich die Bezeichnung Murein. Gemeint ist jedoch dasselbe. Peptidoglykan und Murein sind dasselbe. Gemeint ist der Baustoff, aus dem die bakterielle Zellwand besteht. Pilze und Pflanzen, die haben dann jeweils andere Baumaterialien für sich entwickelt im Laufe der Evolution. Also das, was wir hier jetzt besprochen haben, das ist spezifisch selektiv nur für die Bakterien. In dieser Abbildung ist das Murein durch entweder diese Kästchen und Kreislein aufgebaut und über Striche miteinander verbunden. In der Zelle drin sieht die Sache natürlich nicht ganz genauso aus. Wir bekommen vielleicht ein etwas genaueres Bild, wenn wir da auf der nächsten Seite uns die chemischen Formeln anschauen. Mein großer Wunsch, lasst euch jetzt nicht zu stark beeindrucken von diesen chemischen Formeln. Die Farben, die wir vorhin verwendet haben, sind die gleichen. Blau, das wäre die Glykankette. Diese langen Zuckerbausteine oder Zuckerketten. Hier sind nur zwei Monomere gezeigt. Das dunkelblaue mit G abgekürzt in der vorhergehenden Abbildung, N-Acetylglucosamin genannt, und hellblau M, die N-Acetylmuraminsäure. Die Namen tun nichts zur Sache, die müsst ihr nicht können. Auch die Buchstaben brauchen wir nicht für die Prüfung. Uns reicht es, wenn wir sagen, das ist eine Glykankette. Zugstabil, belastbar. Untereinander verbunden sind die Glykanketten durch die Peptidbrücken. Die Peptidbrücke, chemisch betrachtet, sieht das so aus, wie hier gezeigt. Diese vier grünen Gebilde da, das sind Aminosäuren. Aminosäuren haben wir auch in Proteinen drin. Wir werden ihnen also später wieder begegnen im Verlauf des Semesters. Im Moment können wir sagen, die Peptidbrücken, die werden durch Aminosäuren aufgebaut. Oder man könnte auch sagen, die Glykanketten blau werden durch diese Aminosäuren grün hier zusammengehalten. Schaut euch diese Strukturformeln nochmals an. Nicht, dass wir sie auswendig lernen sollten oder müssen, aber wir bekommen hier so langsam ein Gefühl dafür, wie diese Biomoleküle ausschauen. Wir sehen hier auch zwei verschiedene Stoffklassen, nämlich Kohlenhydrate, Zucker. Die sehen immer so, werden meistens so ringförmig dargestellt. Und die Aminosäuren, da werden wir dann später sehen, die enthalten immer ein Stickstoffatom und eine Säuregruppe ist dann drin enthalten, die es braucht für die Verknüpfung. Also da bekommt man mit der Zeit auch ein Gespür dafür, um welche Substanz es sich handelt, wenn man diese chemischen Formeln sich darauf einlässt im Laufe des ersten Semesters und
mit der Zeit bekommt man wirklich einen Eindruck, aha, das ist ein Kohlenhydrat, ein Zucker, das ist ein Fett, ein Lipid oder eben ein Protein, weil da Aminosäuren drin sind. Wir wollen das ein wenig üben, dieses Kennenlernen der Strukturformeln, indem ihr hier die 3D-Darstellung euch anschaut. Ihr könnt entweder direkt auf den QR-Code klicken mit der Maus oder ihr könnt mit einem Smartphone den QR-Code scannen und dann habt ihr auf einem zweiten Gerät die dreidimensionale Darstellung versucht zu identifizieren, wo sich die Glykankette befindet. Ist nicht ganz einfach und versucht zu erkennen, wo ist die Peptidbrücke. Beginnt mit der Glykankette und sucht da nach ringförmigen Strukturen, indem ihr das Molekül dreht und wendet. Die ringförmigen Strukturen sehen wir da oben. Das wäre so ein Weg, wie man sich da einen Überblick, einen Zugang verschaffen kann. Macht das mal, probiert das aus. Wir werden das anschließend gleich gemeinsam besprechen. So, jetzt bekomme ich das angezeigt, das Molekül. Ich kann es drehen und wenden. Ich suche da mal die Glykankette. Die Glykankette wäre bei mir jetzt momentan in der Darstellung auf der rechten Seite. Ich kann da im Browser drin leider nicht gut mit der Maus. Ja, doch, ich habe hier so einen Ring, da kann man das erkennen. Und hier an der Stelle wäre der zweite Ring. Das wäre also hier so in etwa die Glykankette. Und diese Strukturen da links wären demzufolge die Aminosäuren. Damit wir da das etwas besser einzeichnen können, habe ich mir schon einen Screenshot gemacht. Ich würde euch empfehlen, tut das auch. Oder zum Schluss werde ich dann meine Unterlagen, meine Notizen auf Moodle stellen. Dann könnt ihr auch die Abbildung übernehmen, die ich ja da jetzt gerade beschrifte. Das wäre also die Glykankette und das wäre die Peptidbrücke. Erkennen kann man das am besten daran, wenn man da nach den Ringen Ausschau hält, welche von den Kohlenhydratbausteinen aufgespannt werden. Das leitet über zu dem nächsten Thema. Die Zellwand ist für die Bakterienzelle lebenswichtig. Sie fängt den Turgor auf, diesen Zellinnendruck. Und aus medizinischer Sicht ist deshalb die Zellwand ein gutes Ziel, um Bakterien bekämpfen zu können. Wenn man es schafft, Löcher in diese Zellwand hineinzumachen, dann sinkt ihre mechanische Stabilität und in der Folge unter Umständen platzt die Zelle, dann läuft sie aus. Dann ist der Turgor so stark, dass da die verbleibende Zellwand, die geschädigte Zellwand, den Druck nicht mehr aushalten kann. Diese Tatsache macht man sich zu Nutzen, einerseits in der Medizin, aber auch die Evolution unserer Körper macht sich das zu Nutzen. Es gibt ein Enzym, das schneidet hier diese Glykanketten. Dieses Enzym, das heißt Lysozym. Und Lysozym finden wir in der Natur an ganz verschiedenen Orten. Wir Menschen produzieren es zum Beispiel in der Tränenflüssigkeit drin, in den Augen oder im Speichel. Dort wirkt es gegen Bakterien. Wir finden Lysozym aber auch im Eiklar von Vogeleiern, Hühnereiern zum Beispiel. Oder Pflanzen und Pilze produzieren ebenfalls Lysozym, um eine Verteidigung gegen Bakterien zu haben. Das ist eine Möglichkeit, indem man also aktiv diese Glykanketten zerschneidet. Dann irgendwann geht die Zellwand kaputt und die Zelle platzt, lysiert aufgrund des Turgors. Die zweite Variante, das ist das Penicillin. Das Penicillin schneidet nicht, das ist kein aktiver Prozess, da wird also nicht aktiv etwas kaputt gemacht,
Aber Penicillin verhindert, dass Bakterien diese Quervernetzung, diese Peptidbrücken machen können. Wenn also Bakterien sich vermehren, bei einer Infektion zum Beispiel im Körper drin, dann bilden sie laufend neue Tochterzellen. Diese Tochterzellen, die müssen laufend neue Zellwände bauen, damit sie aufgrund des Turgors nicht platzen. Wenn man jetzt mit Penicillin behandelt, dann können diese gerade eben erzeugten Bakterienzellen keine Quervernetzungen mehr machen und in der Folge können sie sich dann auch nicht mehr weiter teilen. Also Penicillin wirkt hier auch antimikrobiell. Ich möchte auch das Penicillin zum Schluss noch kurz mit einer Strukturformel vorstellen. Wir haben es auf Seite 69. Das wäre die Strukturformel des Penicillins, wiederum wie genau die Atome wo miteinander verknüpft sind. Das muss uns hier keine Sorgen bereiten. Links davon sehen wir eine Bakterienzelle, Escherichia coli, die mit Penicillin behandelt wurde. Wir sehen auch Bereiche der Zellwand, die jetzt nicht mehr stabil genug waren. Der Zellinnendruck hat dazu geführt, dass da so Ausstülpungen entstanden sind. Die Zelle ist nicht ganz geplatzt in dem Beispiel hier, aber wir sehen auch, wenn wir das vergleichen mit den Zellformen, mit denen wir heute gestartet sind, das sieht nicht nach einer glücklichen, gesunden Bakterienzelle aus. Also dieses Penicillin hier hat dazu geführt, dass da so diese komischen Ausstülpungen entstanden sind. Viele Bakterien sind dann resistent geworden im Laufe der Evolution gegenüber Penicillin. Diese Resistenz gegenüber dem Antibiotikum kommt dadurch zustande, dass sie in dieser Verbindung drin genau an der Stelle den Ring, diesen Viererring angreifen und spalten können. Also wenn man gegenüber Penicillin resistent ist als Bakterium, dann verfügt man über ein Enzym mit dem Namen Beta-Lactamase und diese Beta-Lactamase, die schneidet diesen Ring da auf. Und wenn da der Ring geöffnet ist, aufgeschnitten wurde, dann wirkt die Substanz nicht mehr. Dann hat sie keinen Effekt mehr auf das Bakterium. Ganz zum Schluss, klickt da noch auf den QR-Code, nochmals eine Strukturformel anschauen, das ist jetzt etwas einfacher, identifiziert in der Strukturformel den Ring da und entscheidet, wo müsste man schneiden in der Strukturformel, wenn man als Bakterium resistent gegenüber Penicillin sein will. Wo wirkt die Beta-Lactamase? Strukturformel anschauen, Vierring suchen und entscheiden, wo da der Schnitt passiert. In der Strukturformel drin ist das Schwefelatom hier gelb gezeigt, der Sauerstoff ist jeweils rot und Stickstoffatome hier und hier wären blau. Versucht das, ganz kurz drauf gucken, paar Mal drehen, schauen, wie sieht das aus, wie muss ich das orientieren, damit ich da den Ring finde. Und dann überlegen, die Beta-Lactamase, wo schneidet die den Ring auf, damit dann das Penicillin abgebaut wird und eben die Bakterienzelle dadurch resistent wird. Der Schwefel, der sticht raus, der ist gelb gezeigt, den sehen wir sehr gut. Wir sehen auch sehr gut hier dieses Ringsystem und wenn eine Bakterienzelle resistent wird, dann spaltet sie mit der Beta-Lactamase an dieser Stelle zwischen dem Stickstoff und der CO-Doppelbindung. Das wäre also der Teil des Moleküls, der da wie mit einer Schere aufgeschnitten wird. Wer will, kann da auch noch einen Screenshot machen. Das sieht dann etwa so aus. Und in das Skript einfügen.
Wir wollen da noch notieren, wo diese Angriffsstelle sitzt. Das wäre also die Angriffsstelle für das Enzym Beta-Lactamase. Das rettet dann dem Bakterium das Leben und macht das Leben für die Patientinnen und Patienten dementsprechend etwas schwieriger. Wir sind am Ende der heutigen Lektion angekommen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder heute in einer Woche, wenn ihr euch wieder zuschaltet. Ich wünsche an der Stelle einen schönen Nachmittag. Tschüss zusammen.